Yo Leute, wir sind's wieder, Gofjö! Heute mal mit einem spontanen Vlog, weil... Wir haben zwar das Skript für unser nächstes Video fertig, aber wir müssen uns Schwester zum Bahnhof bringen. Das heißt, wir laufen jetzt locker 2 Stunden hin und zurück, also jeweils eine Stunde. Und Odin meinte einfach... Odin meinte dann mal eben so... Krieg anzusetzen. Ja, wir kämpfen wieder gegen die Jöten und lassen es gewittern hier und regnen und so. Deswegen haben wir auch den Regenschirm bei. Und Schwester, jetzt was hast du dazu? Was soll ich dazu sagen? Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof in die Stadt. Die spontane Idee kam von dir, Bruder Herz. Oh ja. Wir müssen auf den Hund warten. Wir müssen irgendwie ein Ersatzvideo reißen. Ja, wir haben einen Hund bei. Also ich finde, wir müssen irgendwie ein Ersatzvideo reißen. Ja. Ich denke mal, nächste Woche kommt ein Livestream. Entweder ein Livestream nächste Woche oder das geplante Video. Ja, ich muss mal gucken, was nächste Woche ist der 8., ne? Da können wir rein theoretisch. Nee, doch. Doch. Nächste Woche, wir werden. Nächste Woche ist der 2. Stimmt. Da werden wir eventuell einen Livestream starten. Oder als Video rausbringen. Wir werden euch auf GoFu Bescheid geben. Würde ich sagen. Also, ja, guckt auf unserer Seite vorbei. Schaut vorbei. Liken, Kurze Anmerkung zur Seite. Ja. Wenn ihr im nächsten Video gegrüßt werden wollt, dann pusht den Button und schreibt einen netten Kommentar. Mit Glück werden wir von euch ein paar Kommentare auswählen und mit Glück werdet ihr dabei sein und ihr werdet erwähnt. Ja, das beste Kommentar in der Form je nachdem, wie viele Kommentare da sind. Ja, je nachdem, wie viele gute dabei sind, wie viele gute, Videovorschläge beißend, habt da die Chance, gegrüßt zu werden. Wenn es zu viele sind, dann müsst ihr auslosen. Ja, dann machen wir ein Zufallsprinzip. Ich denke mal, das werden wir auch dann aufnehmen, das Zufallsprinzip. Oh ja. Und mit reinschneiden, weil ich denke mal, wir machen das dann per Zylinder los. In dem Sinne sage ich mal, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, fast die Hälfte geschafft. Wir sind gerade mal ein Dorf weiter, aber okay. Der Regen hat so gut wie aufgehört. Freut mich. Ja. Und, was sagst du? Scheiß Wetter. Ja. Ja, aber richtig. Und ja, wir nehmen ausnahmsweise nicht mit der Cam auf, weil die ist leider leer. Das ist echt so. Ist mega scheiß. Wir hatten die eigentlich über Nacht aufgeladen, aber irgendwie wollte er was nicht. Obwohl, warte, du hast die Cam abgesteckt, ne? Nein. Wer weiß, wer weiß. Sie hat über Nacht geladen. Watson, was sagen Sie dazu? Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Ja, was ist in den letzten Wochen GoFu passiert? Letztes Wochenende war ein absolutes Scheißwochenende, aber was soll's. 13:23, der Fehler im System, ihr habt's gehört. Ja. Missglückte Welt. Ja, gib mir den Hund. Und wir freuen uns jetzt schon mal aufs Amphi-Festival. Oh ja. Die Vorbereitungen laufen noch, ich habe mein Outfit so langsam zusammen. Niemand stellt sich ein Outfit vor zusammen. Doch, das ist schon. Meine spontane Idee. Nein, meine Outfits sind geplant. Mein MPS-Outfit ist geplant. Mein Amphi-Outfit wird ein bisschen geplant sein, ja. Wobei. Es setzt sich eigentlich aus meinen normalen Klamotten zusammen, von daher. Ich hoffe, es sieht gut aus, ehrlich. Was machen wir heute noch an diesem schönen Sonntag? Nachher nach Hause laufen. Und dann eventuell ein bisschen zocken. Mal gucken, ob ich überhaupt Hausaufgaben aufhabe. Das frag ich mich. Und ich werde mit einer Freundin aus Amerika weiterschreiben. Yeah! Hat uns abonniert. Keine Macht für niemand. Hat uns abonniert? I don't know. I must ask her. But they don't speak German. We are so bad. Oh, excuse me, sir. Ja, wir melden uns dann mal am Bahnhof, glaube ich. Ja. Da sind wir wieder noch immer im Nachbardorf. Wir sind fast raus. Yeah. Und wir haben es auch fast geschafft, Leute. Ja, und wir haben uns unterwegs so ein bisschen unterhalten. Schiller, komm und sofort neue Pläne geschmiedet. Ja. Ja. Und zwar sehen die Pläne folgendermaßen aus.
Wir verraten euch jetzt einen kleinen Teil davon. Wir werden uns ein bisschen mehr kategorisieren. Ja, wir werden mehrere Playlisten erstellen für sonstiges, Festivals, Bandvorstellungen. Und jetzt kommt das Geheimnisfall der Geheimnisformel. Oh, jetzt kommt das Beste. Kramburger Geheimnisformel. Ja. Yeah. Wir werden demnächst, das wird geil, ich krieg demnächst mein drittes Tattoo. Das werden wir sehr wahrscheinlich aufnehmen. Das wird sehr wahrscheinlich das Video in der sonstigen Playlist sein. Aber das absolute Highlight, halt Kamera mal bitte ein bisschen höher, wird sein. Wir backen unseren eigenen Black Vampire Kiss Gofu Kuchen. Was heißt, komplett schwarz mit einer blutroten Erdbeerfüllung. Oh ja, erstmal müssen wir uns ein bisschen mit dem Backen auseinandersetzen. Ja, aber das wird grandios. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ja, die Krabbenburger Geheimformel, ne? Ja. Wir werden natürlich auch noch ein bisschen mehr machen. Nicht nur den Kuchen, sondern wir werden... Oh, wir sind ein bisschen lücke. Wir werden auch Muffins backen. Wir werden auch, ich denke mal, verschiedenes auch kochen, ne? Also alles, was mit der, alles, was mit Küche zu tun hat. Oh, wir werden vieles ausprobieren. Wir sind dunkel. Also jetzt wir werden echt vieles ausprobieren. Wir sind dunkel. Woo! We are so fucking black. Dann würde ich sagen, wir werden uns, wenn wir in Dürren sind. Wait. Noch eine kleine Sache. Ja, ich habe meinen Zeitcut erst nachgeschnitten. Zweitens bin ich meine Ohren jetzt wieder am Dehnen. Ich bin jetzt übers Wochenende von 6 mm auf 12 gegangen. Auf 10. Das ist schon der 10. Und links von 10 auf 12. Ich brauche dafür halt noch ein neues Plug. Aber mein Tattoo werde ich euch jetzt auch schon mal verraten, was ich mir stechen lasse. Und zwar ist das der Wikinger Runenkompass, der Asen. Und ja, wie das, wohin das Tattoo kommt, werde ich nicht verraten. Das werdet ihr dann alles im Video sehen. Und wenn wir am Bahnhof sind. Ja, wir melden uns dann wieder, wenn wir am Bahnhof sind. In dem Sinne, bis gleich. Jo Leute, hier sind wir wieder. Wir sind gerade vom Bahnhof weg. Ja. Und sind total ich am Ich habe keine Arsch. Lust mehr. Jetzt ballert die Sonne. Ich will nur noch nach Hause. Ich will was essen. Ich will eine rauchen. Könnte sein, dass man uns etwas schlecht erkennt, wegen der Sonne halt. Ich habe jetzt so keinen Bock mehr. Ich bin voll gesifft wie je und je. Ich sehe total blass aus jetzt durch die Sonne. Und nein, ich habe kein Make-up drauf, nur die Augenbrauen nachgezeichnet, die Lippen schwarz und die Augen halt ein bisschen kaschiert. Aber der Hund geht auf den Kopf. Sonst habe ich kein Make-up drauf. Außerdem nervt mich der Hund gerade mega. Ja, jetzt kannst du mal halten. Nee, du lässt dich. So, auf jeden Fall, Leute. Es ist mittlerweile scheiß warm. Wir haben an die 25 Grad. Gefühlt, ja. Nee, nicht gefühlt, es ist so. Und wir wollen nur noch nach Hause. Wir laufen jetzt noch locker eine Stunde. Ja, Stunde laufen wir jetzt noch bis nach Hause. Und wir sind fertig. Wir sind fertig für heute. Ganz ehrlich, für den Sonntag? Nein. Coffee out. Für den Sonntag ist Coffee tot. Das war eine scheiß Idee, nicht zu wählen, über Holz drehen zu wollen, aber egal. Coffee aber out. Gestern haben wir gegrillt. Und ja, deshalb. Nur die Rippchen wollten irgendwie nicht. Ja, deswegen kam gestern das Video nicht hoch, deswegen kommt halt heute das Video hoch. Aber wir sind fertig. Absolut. Wir haben unsere Pläne. Wir verabschieden uns jetzt schon mal hier, weil das wird echt zu heftig heute. Gott, wie gesagt, aus. In dem Sinne, lasst doch mal ein Like da, wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert ruhig. Schaut auf Facebook vorbei. Und vergiss die netten Kommentare nicht. Ja, vergiss die Kommentare nicht. Wir waren zu bombardiert, Herrn. Ja, zu bombardiert, Herrn, genau. In dem Sinne sagen wir, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir werden es bekannt geben. Mitte der Woche, denke ich. In dem Sinne sind wir raus.